Schönen guten Morgen, meine Lieben. Domination Tipps. Wir haben 6:30. Ich mache ein kurzes Video, bevor ich los muss für euch. Wie ihr am Titel schon sehen könnt, es geht jetzt hauptsächlich in dem Video darum, hier Truppen schneller bewegen, schnellere Siege erzielen, worauf ich gleich noch zu sprechen kommen werde. Für alle Leute soll gesagt sein, die meinen Weltkriegsangriff von eben noch nicht gesehen haben, von vor 20 Minuten etwa. Wenn ihr was zu lachen haben wollt und so ein bisschen mit der Thematik Raketensilo, wie verändert sich Dominations derzeit bekannt seid, schaut euch den Angriff an, ihr werdet was zu lachen haben oder besser gesagt was zu nachdenken, denn ich glaube, der Angriff unterstreicht ganz gut, was ich mit dem Denkanstoß-Video bewirken wollte. Alle, die nicht wissen, was gemeint ist, schaut in das Denkanstoß-Video rein, wenn euch die Thematik interessiert. Dominations verändert sich derzeit, tut es permanent, aber derzeit sehr stark. So, Punkt. Anderes Thema, Basislayouts. Ich werde permanent und wirklich unheimlich oft darauf angesprochen. Das Problem ist, es ist eine sehr konträre Thematik. Und ich rede jetzt einfach wieder mal Klartext. Wenn ich Klartext rede, fühlen sich vielleicht der ein oder andere auf den Schlips getreten. Aber ihr könnt euch sicher sein, wenn ich euch nicht mag, wenn ich euch irgendwas gegen euch habe, sage ich euch das ins Gesicht. Ich habe so gut wie nie implizite Botschaften in meinen Nachrichten. Ich sage nie, das fand ich jetzt suboptimal, obwohl ich eigentlich denke, ich finde dich scheiße. Ich sag dir, ich finde dich scheiße, des und deswegen. Oder ich sag dir, ich finde dich cool, ich bin mit dir super klar. Wir kommen miteinander klar. Gut. Und was ich euch jetzt sagen möchte, ist, die Basislayouts-Videos lohnen sich kein Stück für mich. Ihr müsst sehen, wenn ich ein Basislayout baue, baue ich das, damit ich das verwende. Dann kostet mich das 3 bis 8 Stunden Zeit, je nachdem wie komplex. Ihr kennt das vielleicht auch. In höheren Zeitaltern dauert das ganz länger, weil man mehr verschiedene Gebäude, mehr Mauern hat, mehr Variabilitätsmöglichkeiten, mehr Platz, Ding, Dang, Dong, all das Mögliche. Dann baue ich das Layout, lade das Layout hoch und dann habe ich so 900 bis 7000 Klicks auf dem Video. 15 bis 50 Likes, ein paar Dislikes, so eine Handvoll schöne konstruktive Kritik, so hey cool, das und das würde ich vielleicht anders machen, hab das Layout übernommen, komm super klar damit, da bin ich auch super froh drüber. Für die Leute würde ich es auch sehr gerne weitermachen. Dann hat man so ein paar sehr garstige Feedbacks, so ein Dislike einfach mal so oder du kannst ja gar nichts, du hast das Layout nur geklaut, da schaue ich drüber hinweg. Aber in Summe, muss ich dafür sagen, bringe ich enorm viel Zeit auf, um so ein Layout zu bauen, um das Layout hochzuladen und dann zu sehen, dass 90% der Leute sich das angucken, okay, cooles Layout, ja, der Trottel hat sich jetzt Mühe gemacht, ich kopiere das einfach mal und tschüss und hauen wieder ab. Ja, gut, sollen sie halt machen, für mich bleibt dabei nur unterm Strich zu wenig stehen. Denn wenn ich euch schon so ein Layout gebe, fände ich es cool, wenn ich wenigstens ein bisschen Rückmeldung bekomme. Wenn die Layouts dann einfach kopiert werden, habe ich nämlich das Problem, und das ist jetzt wieder ehrlich gesagt, das ist nicht böse gemeint, aber es ist so, ich gehe in den Multiplayer und ich treffe mittlerweile immer, immer häufiger auf meine eigenen Layouts. Ich will jetzt nicht arrogant sein und sagen, es sind meine Layouts, aber ich erkenne genau die Struktur, ihr erkennt mein Layout. Und die Layouts sind ja für mich auch nicht einfach zu schlagen. Es ist ja nicht so, dass ich die erbaue mit dem Sinn, dass ich die schlagen kann und niemand anders. Mir fällt es genauso schwer wie euch. Das bedeutet, ich lade die Basis-Layout-Videos hoch, ein bisschen positive, ein bisschen negative Kritik, viele schauen sich einfach nur an und für mich bleibt unterm Strich stehen, im Multiplayer wird es schwerer dadurch bei vielen Basen. Das reicht mir einfach nicht und dementsprechend lade ich einfach keine Videos mehr hoch. Was wir machen können, was ich euch anbieten würde, ich baue alle 3 Wochen etwa ein neues Layout, so alle 2 bis 3 Wochen, weil das auch viel Arbeit erfordert und viel Nachdenken meinerseits und ja, bla bla. Ich kann euch meine alten Layouts, die ich schon überarbeitet habe, die ich nicht mehr nutze, wo so ein, nicht wo Fehler drin sind, aber wo Sachen drin sind, die ich als überarbeitenswert optimierungsfähig ansehe, die kann ich euch hochladen. Da hat nämlich keiner einen Verlust drin, dann müsst ihr euch ein bisschen Gedanken machen. Das ist jetzt nicht mal nach Zahlen sucht den Fehler, aber es sind auf jeden Fall gute Layouts, ich bin mit denen gut gefahren, aber Kleinigkeiten sind zum Beispiel so, dass ich es jetzt ändern würde und in meinem derzeitigen Layout nicht mehr aktiv habe. Dementsprechend, habt ihr da Interesse, lade ich sie euch gerne hoch, kann sie euch auch komplett mit Erklärfunktion hochladen, dass ihr nicht einfach nur nachbauen müsst, sondern dass ihr ganz genau wisst, warum steht das Versailles da, warum hat er die Akropolis gebaut. Ihr kennt das von früher, dann wird das ein sehr langes Video. Feedback dazu wäre cool, dann lade ich euch die gerne hoch. Jemand anders hat auch vorgeschlagen, dass er ein Video selbst macht. Von mir aus auch gerne. Ihr könnt auch ein Video über ein Basislayout machen. Schickt mir das Video. Ihr kennt die Kanäle, wie ihr mich erreicht. E-Mail, Line, Zentrum des Chaos, alles kleingeschrieben, bla bla bla. Kennt ihr alles? Sendet mir das zu. Ich prüfe das Ganze auf Stringenz, ob das Inhalt hat, ob das sachlich formuliert ist, ob da irgendwie ein Thema auch bei rüberkommt oder ob das nur Geschwafel ist und so ein bisschen quasi die Qualität des Videos. Und dann lade ich das von mir aus hoch. Habe ich auch nichts mit am Hut. Ja, jetzt habe ich auch genug gelabert. 5 Minuten habe ich euch die Ohren, ein Kotelett ans Ohr gelabert. Starten wir mit dem eigentlichen Thema. So, zur grundsätzlichen Erläuterung der Primärthematik des Videos. Gerade für weltkriegsaktive Spieler, weniger für Leute im Multiplayer, aber für Leute, die im Weltkrieg aktiv sind, ist es bisher so, dass viele Weltkriege über 5 Sterne entschieden werden. Das bedeutet, 5 Sterne werden geholt, beide Seiten haben 5 Sterne und die Sterne entscheiden nicht mehr über den Sieg, sondern es machen letzten Endes die Sekunden für die Angriffszeit. Sprich, welche Allianz hat in der Summe ihre Angriffe
die geringere Zeit erwirtschaftet. Und hier ist natürlich dann der Faktor Zeit das große Limitierende. Wenn beide Leute 5 Sterne haben, aber die Angriffe von Allianz 1 deutlich schneller waren als die von 2, ist das mitunter eine klare Sache. Mitunter kann es aber auch sein, dass es auf jede Sekunde ankommt. Wenn man jetzt den Gegner locker platt macht, kann man also in jedem Fall noch Sekunden rausholen. Gerade wenn man hier, wie ich zeige jetzt, also wie hier in der Basis, eine exponierte Ölraffinerie oder irgendwie ein Gebäude hat, das sehr weit weg steht, dann kann man da natürlich mit seinen Flugzeugen drüber fliegen, klar. Aber für alle, die keine Flugzeuge haben, oder wo die Flugzeuge während des Angriffs zerschrottet worden sind, gibt es ein paar sehr einfache, 3 in meiner Meinung nach, in Form von 3 Möglichkeiten, wie man seine Angriffe verschnellern kann und somit letzten Endes wertvolle Sekunden für seine Allianz rausholt. Angesichts der ganzen derzeitigen Wandelthematik, wie gesagt, wieder die Verbindung zu dem Denkanstoß-Video. Es werden jetzt demnächst, gerade bei höheren Zeitalterbasen, denke ich, weniger 5-Sterne-Angriffe rauskommen, wenn man nicht wirklich volle Truppenkarten, also hier richtig aufs Kronengaspedal drückt, werden weniger 5 Sterne bei rauskommen. Aber gerade bei so niedrigeren Zeitaltern, globales, Anfang globales, Industrie und alles darunter, wo es auch keine Raketensilos gibt, gerade da werden noch meiner Meinung nach viele 5 Sterne passieren und darüber werden sich auch die Weltkriege entscheiden. Und gerade hier ist es von Belang, meiner Meinung nach, am Ende schnell zu sein und diese Fehler zu vermeiden, dass man irgendwie hier an der Seite ein exponiertes Gebäude stehen hat und hier komplett auf der anderen Seite ein exponiertes Gebäude, weil dann selbst dann bringt einem ein Versammeln nichts mehr, weil man ja nur zu einem Gebäude hin versammeln kann. Wie ihr das Ganze besser machen könnt, Möglichkeit Nummer 1, ganz einfach, und zwar entbehrt ihr 5 relativ wertvolle, an sich sind Truppenplätze natürlich wertvoll, weil ihr davon nur begrenzt viele habt pro Zeitalter, aber ihr entbehrt ja vielleicht so 3 bis 6, würde ich sagen. Wenn ihr weniger Truppen habt, eher weniger, wenn ihr im Atomzeitalter seid, ruhig auch mal 5 oder 6 und nehmt dafür Infanteristen mit. Seid ihr nun im Angriff selbst und seht, dass einige Gebäude während des Angriffs übrig bleiben, gerade wenn es sich wie bei dem Angriff hier um nicht signifikante Verteidigungsgebäude handelt, die eure Infanteristen wegballern, könnt ihr easy eure Infanteristen von hinten, quasi genau von der anderen Seite, wo eure Truppen als letztes die Gebäude erreichen würden, an diese setzen und diese Gebäude somit ausschalten und Sekunden damit sparen. Möglichkeit 2, um wertvolle Sekunden bei einem Angriff zu sparen, läuft darüber, dass man das Prinzip versteht, dass letzten Endes für einen 5-Sterne-Angriff oder für einen besonders schnellen Angriff natürlich nur die 5 Sterne an sich notwendig sind. Das Problem ist, das Spiel lässt den Angriff so lange weiterlaufen, bis das wirklich jeder Verteidiger tot ist. Ihr habt hiervon allerdings nichts, dafür gibt es keinen 5,5. Stern oder keine 6 Sterne. Nach 5 Sternen ist Schluss und ihr könnt das Spiel theoretisch beenden. Wenn ihr jetzt irgendwo noch Fallen auslöst, irgendwo noch Widerstandsverteidiger über die Karte rumgeistern, bringt euch das letzten Endes einfach nur einen Zeitverlust. Habt also keine Angst und zögert nicht, wenn ihr euch im Angriff befindet und tatsächlich direkt seht, hey, okay, im Hintergrund stehen nur noch 1 oder 2 Gebäude, die tatsächlich auch im Begriff sind, zerstört zu werden, indem ihr bereits auf sie versammelt habt, Infanteristen daneben platziert habt oder Flugzeuge auf sie gerichtet habt, dass ihr dann bereits oben links in der Ecke auf den Nachhauseknopf knickt, wartet, bis unten links die 100% aufleuchten und dann einfach abhauen. Scheißegal, ob noch irgendwo Verteidiger auf der Karte befindlich sind. Möglichkeit 3 zum Zeitsparen bezieht sich darauf, dass ihr beispielsweise vielleicht keine Flugzeuge mehr übrig habt oder auch keine Infanteristen, wie auch immer. Ihr habt jetzt noch einige Gebäude, die in Marschrichtung eurer Truppen liegen. Nun, wenn keine unmittelbar gefährlichen Gebäude wie Redouten, Türme, Mörser mehr mitten dazwischen liegen, könnt ihr auf eins der hintersten Gebäude versammeln. Hierdurch ignorieren eure Truppen vorerst die Restgebäude, zerstören zuerst das hinterste und dann die Gebäude dazwischen, was euch 5 bis zu 10 Sekunden Zeitersparnis bringen kann. Nice, ich werde gerade ausgespäht, kein Problem, nehme ich das Outro halt von hier auf, interessiert hier auch keine Sau. Ich hoffe, das Video war für euch unterhaltsam oder weniger unterhaltsam, eher informativ. Lasst mir euer Feedback dazu da, was ihr darüber denkt, ob ihr die Tipps bereits kanntet, ob sie euch vielleicht geholfen haben und wenn ihr sie im Weltkrieg anwendet, ob ihr tatsächlich einen Unterschied merkt, sprich, dass eure Attacken signifikant schneller werden. Wir sehen uns bald wieder, euer Domination Tipps.